Moin zusammen und willkommen zurück zu Mario Kart 8. Im letzten Part haben wir mit Knochen Bowser auf seiner fetten Harley alles niedergemäht, was uns vor die Linse gekommen ist. Wir haben leider nur den Silberpokal bekommen im gespiegelten Crossing Cup. Leider nur. Er war einfach zu gut, dass er nicht gewinnen konnte. Sagen wir es mal so. Und ja, ich möchte jetzt gerne mal wieder einen Fahrer nehmen, mit dem ich schon wieder sehr lange nicht mehr gefahren bin, denn sie ist eigentlich sehr toll und ich möchte sie gerne wieder mal haben auf dieser fetten Harley. Auf diesem riesigen Quad, das sieht strange aus. Würde aber zu ihr passen. Alte Rockerbraut. Yay, Daisy! Woo! Okay. Macht Peach das eigentlich auch? Let's go! Nee, sie macht Let's go! Macht immer Let's go? Ja, macht immer Let's go. Immer. Und Daisy immer. Daisy! Wie heißt du? Daisy! Ich mag sie. Sie redet schon mal mehr, wie sie es auf dem Gamecube getan hat bei Double Dash. Da hat sie immer, hey, I'm Daisy! Hey, I'm Daisy! Yeeha! Howdy! Yeah, I'm Daisy! Wir fangen an zu fahren. Nehme mein Flammenbike. Entschuldigung, aber ich fand das damals auf dem Gamecube sehr nervig. Ich habe sie total gerne, aber das war echt nervig. Und bei Mario Party 8 will ich gar nicht erst von reden. Aber dann kam ja Gott sei Dank Rosalina und ihr müsst sie nicht die ganze Zeit ertragen. So, jetzt müsst ihr sie aber die ganze Zeit diesen Part ertragen. Und wir gehen dann in den Glockencup. Auf geht's. Yeah, Daisy! Woo, yeah! Es ist so nervig. Oh, schön. Ich mag Daisy. Weil es nicht Peach ist. Das war damals so. Man mag Daisy, weil es nicht Peach war. Und weil sie eine Macke hat. Und aggressiv ist. Daisy hat schon so eine kleine Klatsche, ne? Der Paracooper hat mich gerade ganz komisch angesehen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht liegt es an diesem Knackhintern. Setzen wir uns mal lieber hin. So, dann gucken wir doch mal, wie wir uns jetzt hier mit Daisy schlagen. Auf einen richtigen Moped mit einem Vehikel. Vehikel, ja. Vehikel, mit dem ich auch umgehen kann. So, dann tun wir uns mal wieder eine Münze an. Die eine Barschkappe kleben und die andere klebt gleich wahrscheinlich auch noch eine. Naja, liegen ja genug hier rum. Ja, hier ist ja die andere wieder meine. So. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, sag ich jetzt. Und dann kommt ein roter Panzer von hinten. Oh, da hat jemand anders erwischt. Schön. Und die Mörderkurve haben wir auch geschafft. Super. Ich bin ja richtig stolz auf meine kleine Daisy. Wahrscheinlich ruft sie auch die ganze Zeit nicht Daisy, Daisy, sondern Gänseblümchen, Gänseblümchen. Wer weiß. Ist das so ihr Ding, die ganze Zeit permanent irgendwie Gänseblümchen durch die Gegend zu schreien? Ich hätte gerne was für meinen Hintern. Verdammt. Na gut, hab mich eben jetzt erwischt. Ah, das ist nicht so schlimm. Boing. Die Musik ist jetzt auch wunderschön. Und Peach! Peach! Peach, lass das! Ich werde dich nicht wieder zu einer Teeparty von mir ein. Ich werde dich zermalmen auf dem Spielfeld! Okay, Daisy ist alles in Ordnung. Banane! Daisy, möchtest du... Ja, gerne. In diese Raum. Peach, es ist okay. Alles in Ordnung. Mein guter Panzer ist weg. Ich auch gleich. So. Ja. Ich nenne sie nicht umsonst die Mörderkurve. Die Mörderkurve. Die Mörderkurve. So. Tschüss, Waluigi. Wow, wow, wow. Hier fliegen Flammen. Verdammt. Wow. Geht's da voll ab. Nicht gegen das Schild. Okay. Alles in Ordnung. Leben noch. Alles okay. So. Eine Pflanze nehmen wir gleich. Wir machen diese Kurve am besten. So. Ein bisschen Tempo aufbauen. Wenn man mal nicht mit der Piranha-Pflanze die Kurven verkackt. Das finde ich ein bisschen blöd an Piranha-Pflanze, dass man die Kurven, wenn man da nicht schon im Drift drin ist, ziemlich verkackt, wie ich jetzt gerade auch allgemein die Kurven gerade ein bisschen verkacke. Oh, die Mörderkurve, die schaffe ich aber. Natürlich. So, haben wir. War das Lemmy? Das war Lemmy. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, Peach können wir auch noch. Mit einem grünen Panzer. Natürlich. So, nichts von hinten rum. Nein. Schade, ich habe sie, glaube ich, nicht mehr getroffen.
weil es gerade so ein bisschen von Daisys abgelegt, so, haha, ja, ich bin voll die Bitch auf meinem Moped, ja. Okay. Daisy, es ist alles in Ordnung. Ja, ich mag sie. Total. Doch, ich mag sie wirklich. Aber manchmal, ne? Manchmal möchte man sie einfach schlagen. So. Driften uns hier wieder ein Wolf. Haben wir gemerkt, das können wir. So. Hier rum. Ja. Ah, ne, Mechakubas vorbei. Hallo, Mechakubas. Ich mag euch voll gerne. Finde ich lustig. Fand ich schon bei Super Mario World immer lustig. Ich finde das schön, dass sie so langsam hier mal wieder ein bisschen was aus den älteren Spielen wieder mit reingepackt haben. Jo. Aber Mario Kart ist man, kommt man da eh nicht so knapp mit Sachen aus älteren Spielen, weil andauernd jetzt das Ding so ist, dass wie halt, ne, ich sag hier viel zu oft, das ja, genau deswegen, dass aus den älteren Spielen, für jedes was ich in diesem Part sage, dürft ihr mir gerne mal den Counter geben. Dankeschön. Für die Strecken, die aus den älteren Spielen geremaked wurden, das wollte ich sagen. Und ich wollte nicht andauernd sagen. Das ist auch was, was ich mir noch abgewöhnen sollte. So, die Spuren war da noch ganz hingekriegt. So. Da ist übrigens die eine Rampe, also die Bauklötze, wo wir eine Abkürzung machen können. Könnten. Nein, 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 nein. Na gut, ich war wenigstens drüben. Da kommt jemand von mir. Ich hab's genau gehört. Haha. Nein, nicht der Panzer. Okay, okay. Hab ich alles irgendwie abgewehrt. Mehr oder weniger. Dann Münze wieder an den Arsch kleben. Soll ja Glück bringen. Um den Mechakuppe rum. Um den Mechakuppe rum. Diese Kurve rum. Oh, Bumerang. Oh, Bumerang. Kommt so viel Zeug von hinten. Was wollt ihr denn von mir? Ich bin doch nur auf dem ersten Platz. Was war denn das? Da ist schon wieder Bananen am Arsch. Oh, hier das Linoleum hoch. Hier ist das Linoleum hoch. Oh, da war es die Kuppe nicht gekriegt. Oh, dann hier rum. So. Bumerang. Oh, da fliegt man aber weit. So. Ich will nicht sagen, das sieht gut aus, aber es sieht gut aus. Eine Banane. I'm awesome! Abgehoben! Yay! Daisy ist in Ordnung! Sie ist schon ein bisschen sehr von sich selber überzeugt. Kann das sein? Ich glaube auch. Diese Frau hat Selbstvertrauen. Für so ein kleines Gänseblümchen, ne? Gänseblümchen! Gänseblümchen! Yay, ein Gänseblümchen! Kann bitte das nächste Rennen starten? Ja? Dankeschön. Versteht ihr die Durchsage? Ich verstehe da überhaupt nichts. Besonders wenn man dazwischen quatscht. Unverständliches Zeug. So, Lemmy dreht wieder voll am Rad. So wie es Lemmy immer tut, weil Lemmy Lemmy ist. So, Münze für den Hintern ist auch wieder da. Die linke schon mal versorgt. Das würde ich gerne noch was für die rechte Arschbacke haben. Nicht den Zug. Den muss ich nicht unbedingt am Hintern haben. Ah, super. So gefällt mir das doch. Bananenschale noch. Fast alles gab, was wir uns an den Hintern kleben können. Fehlt nur noch grüne Panzer. Da ist ein Café. Können wir nachher in das Café reinfahren? So richtig rein, also so richtig mit Moped, weil man ja zu faul ist, ein bisschen zu laufen. So wie man das im echten Leben auch macht. Auto direkt vom Laden parken. Also ich fände das cool, wenn ich mit meinem Auto in den Laden reinfahren könnte. Da bräuchte ich nicht mal aussteigen. Das ist fast so wie ein Drive-In.
Man ist ja faul, ne? Manche Leute sind echt faul. Da denke ich so, Leute, warum steht ihr jetzt gleich mit dem Auto hier im Laden drin? Muss das sein? Muss das sein? Anscheinend ja. Das ist eine Banane. Hallo, Banane. War einfach von meiner Zukunft. So. Ah, Banane. Es sind so viele Bananen hier. Das ist ja fast so, als irgendjemand hier einen Bananenfetisch hätte. Der wird mich treffen. Blödes Viech. Oh, der ist abgeprallt. Alter, es hat der Bumerang. Nimm dem kleinen Kind. Der ist gut ausgewichen. Nimm dem kleinen Kind den Bumerang weg. So, das klappt immer noch, das fahre ich auch lang. Schade. So, kriegen wir dann noch was Ordentliches? Mal ein bisschen Stress machen könnten. So, Bananen. Nicht? Ja, das ist eine Banane hier, sogar. Was so ein kleiner Panzer alles ausrichten kann, finde ich jedes Mal sehr, sehr interessant. Ich mag diese Piranha-Pflanzen echt nicht. Nee, nicht mein Ding. Ich weiß auch nicht so recht, mit den Dingern umzugehen. Ich weiß immer nicht, wann ich die einsetzen soll. Am besten nicht vor der Kurve, sondern danach. Man bei der Wasserrutsche irgendwo abkürzen kann? Ich weiß, dass es bei der neuen Rainbow Road gibt, dass man da einfach mal ein bisschen was überspringt und man sich ziemlich viel Zeit mit spart. Ich glaube, das waren fast 10 Sekunden, die man sich da spart, weil man nicht so viel rumkurft und einfach nur stumpf geradeaus fährt. Es war alles ziemlich fummelig damit. Ich krieg das auch nicht immer hin, aber es funktioniert. Das ist meine Banane, ey. Ich werde noch ein bisschen weiter transportiert hier von der schönen Bahn. So, ein bisschen Speed aufbauen wieder. So, ein bisschen Münzen noch her. So, da mal rauf auf die Wasserrutsche. Ich werde das jetzt nicht ausprobieren, aber es geht bestimmt irgendwie. So, jetzt fühle ich mich wohler. Ich fühle eine Mütze für meinen Arschpack. Die Musik ist einfach nur Hammer. Man fährt ja eigentlich nur durch, um die Musik zu genießen. So, und vielleicht mal über Kopf zu fahren. Das ist immer noch sehr, sehr cool, finde ich. Schon wieder irgendjemand Bumerang. Momentan haben sie es echt, ne? Wie ein Bumerang. Bumerangerangel. Ja, Pfeile momentan nicht so der Hit bei mir. Man merkt's. Wenn man ihn mitnehmen sollte. Ja, ja. Eigentlich kein Problem. Er ist da! Gänseblümchen! Gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Daisy jetzt keinen Goldpokal kriegen würde. Ich glaube, die würde ausrasten. Oh, ich mag es, diesen schönen Psycho im Kopf zu haben, dass Daisy einfach nur aggressiv ist. Herrlich. We'll be right back.
und hat Daisy ihren Willen, den Goldpokal natürlich bekommen. Und ja, es war eigentlich ein sehr entspanntes Rennen, außer die ganze Zeit, Daisy! Und, haha! Daisy ist schon so ein bisschen gemein. Sie könnte sich echt mit Bowser Jr. zusammentun, dann macht er mich auch immer so einen Scheiß. Okay, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig zu sagen, als dass wir uns dann jetzt aufmachen in die nächste Klasse, die Zweirater-Klasse. Ich bin sehr gespannt. Ich habe immer noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was mich da für Spielspaß erwartet. Wir werden auf jeden Fall mit Rosalina richtig durchstarten, weil das mache ich nicht mit irgendwelchen Random-Fahrern. Ich möchte bitte ordentlich durchfahren. Deswegen werden wir uns gleich Rosalina schnappen und da durchrasen. Dann danke ich euch mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder bei Mario Kart 8. Also tschüss und bis dann.